Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Wochenorakel. Ja, heute ist das Wochenorakel für die Zeit vom 2. Mai bis 8. Mai dran. Ich habe hier ganz besondere Karten rausgesucht. Ich weiß leider nicht mehr, wie diese Karten heißen. Ich glaube, das sind die Traumsymbole. Es ist angelehnt an den Lenormand-Karten. Man kann damit ein großes Kartenblatt auslegen, aber ich weiß leider wirklich nicht mehr, wie diese Karten heißen. Ich habe die Verpackung auch nicht mehr. Ich habe die Karten schon sehr, sehr lange. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Wenn jemand weiß, wie die heißt, bitte schreibt das in die Kommentare rein. Für diejenigen, die sich dafür interessieren, ja, wenn jemand sich hier für diese Karten eben interessiert. Irgendwie habe ich intuitiv heute nach diesen Karten gegriffen und ja, habe mir gedacht, ich lege jetzt einfach für die kommende Woche 6 Karten aus. Ja, das sind natürlich wie immer allgemeingültige Energien. Das bedeutet, das kann jetzt hier auf dich zutreffen, muss aber nicht. Es kann alles hier passen, es kann hier gar nichts auf dich zutreffen. Am besten ist, du schaust einfach ja, im Laufe der Woche, ob sich jetzt hier das, was sich hier in den Karten zeigt, einfach für dich manifestiert. Ansonsten kannst du natürlich sehr, sehr gerne bei mir eine persönliche Beratung buchen. Du kannst eine E-Mail-Legung, Videolegung, WhatsApp-Legung, ein Telefonat bei mir buchen oder eben eine Energiearbeit. All das, mit all diesen Dingen stehe ich dir sozusagen zur Verfügung. Einfach in die Infobox schauen, da findest du den Link zu meiner Homepage. Du findest natürlich auch ja, meine ganz persönliche Empfehlung für dich, wenn du mit dem Gesetz der Anziehung einfach, ja, ein erfüllteres, ein spannenderes Leben sozusagen kreieren möchtest. Ich selber arbeite auch schon, ja, über einen Monat damit und konnte da schon sehr, sehr gute Erfolge erzielen. Und wenn du das auch gerne möchtest, einfach in die Infobox schauen. Da habe ich dir den Link, meine Empfehlung für dich, ja, reingeschrieben. Ja, ich würde sagen, ich starte jetzt los mit diesem Orakel. Ich beginne jetzt einfach mal die Karten aufzudecken. Schau, welche Karten sind gefallen. Bring sie in einen logischen Zusammenhang. Und du schaust einfach, kannst du damit etwas anfangen oder nicht? Am besten nicht gleich zu schnell urteilen, denn wir schauen ja hier quasi in die Zukunft und das kann sich eben auch in dieser Woche noch manifestieren. Ich lege hier kein Thema fest, ich lasse einfach die Karten sprechen, welches Thema sich hier zeigt. Es kann sich hier also ein Liebesthema zeigen, ein Berufsthema, ein Finanzthema, im privaten Bereich Familie, Freunde, was auch immer. Ja, es geht los mit der ersten Karte. Da haben wir den Storch. Und der Storch steht eben, ist ein Symbol für Kinder und Schwangerschaft. Natürlich kann es sein, dass du vielleicht schwanger bist. Vielleicht erfährst du von deiner Freundin, dass sie schwanger ist, von deiner Tochter, von deinem Sohn, dass hier ein Nachwuchs ins Haus steht. Ansonsten steht der Storch eben hier auch, ja, für eine Veränderung, für einen Neubeginn. Und hier bei diesen Karten finde ich das sehr interessant. Steht auch hier immer eine Affirmation dabei, wenn meine Kamera das jetzt fokussieren würde. Hier steht drauf, ich bin dankbar für all die Gaben in meinem Leben. Kann natürlich auch sein, dass du jetzt hier einfach auch nur die Affirmationsbotschaft für diese Woche bekommen sollst. Schauen wir weiter. Da haben wir die Hühner, Symbol für die Familie und das Zuhause. Also es geht schon in Richtung Privatleben. Natürlich, die Hühner stehen eben für Familie und Zuhause. Mit dem Storch kann natürlich die klassische Schwangerschaft damit gemeint sein, ja. Vielleicht erfährst du in dieser Woche, dass du schwanger bist oder dass jemand in deiner Umgebung ein Kind bekommt. Ansonsten, wenn das Thema Schwangerschaft, Kinder kein Thema bei dir ist, geht es einfach hier um einen Neubeginn im Privatleben. Ja, es kann auch ein Umzug gemeint sein. Es steht einfach für eine Veränderung, für einen Neubeginn in deinem Privatleben bis jetzt. Ja, also bis jetzt zeigt sich eben hier das Privatleben. Dann haben wir den Ball, Symbol für Konkurrenz, aber auch für Reisen. Vielleicht hast du eben in dieser Woche eine Reise vor oder planst eine Reise mit der Familie. Ja, vielleicht planst du auch eine Reise zu deiner Familie, wenn sie etwas weiter weg wohnen. Ansonsten steht der Ball einfach auch für Konkurrenz, ja, dass hier vielleicht ein Konkurrenzdenken da ist innerhalb der Familie und das wird sich eben jetzt hier auflösen. Jetzt möchte ich natürlich noch die Affirmation der Hühner vorlesen. Und zwar, ich erfreue mich an der harmonischen Schwingung innerhalb meiner Familie. Also es geht hier hauptsächlich um das Familienthema. Vielleicht herrscht auch in der Familie Konkurrenzkampf, aber das wird sich eben hier in dieser Woche auflösen.
Und der Ball, da haben wir die Affirmation, ich erkenne das Gesetz von Ursache und Wirkung, Karma-Gesetz, und handle danach. Ja, also da geht es hier wirklich auch darum, dass man jetzt einfach dankbar ist für das, was einem das Leben gibt, dass man jetzt sich den harmonischen Schwingungen innerhalb der Familie erfreut, weil man eben hier am Karma-Gesetz arbeitet, Ursache und Wirkung. Und wenn es hier bei dir um ein Konkurrenzdenken innerhalb der Familie geht, so wird sich das in dieser Woche auflösen. Es kann natürlich sein, dass du jetzt noch gar nichts damit anfangen kannst, dass eben jetzt in dieser Woche hier so ein Konkurrenzdenken angezeigt ist, aber dann wird sich das in dieser Woche auch auflösen. Selbiges gilt, wenn du eine Reise jetzt mit einer Reise noch nichts anfangen kannst, dann kann es sein, dass es in dieser Woche eben jetzt thematisiert wird. Dann geht's weiter mit der Karte das Reh. Und das ist eben das Symbol für Geschenke und Freude, die Sie erwarten. Freuen Sie sich auf etwas Neues. Also man sieht hier schon eine sehr positive Woche im Privatleben auf dich zukommen. Und hier haben wir die Affirmation, ich gebe der Freundschaft eine Chance. Also wir haben hier den totalen Neubeginn im Privatleben, sei es jetzt mit der Familie, mit der Verwandtschaft, mit den Freunden. Ja. Ein Konkurrenzdenken wird sich eben jetzt hier in dieser Woche auflösen und womöglich findet hier eine Reise tatsächlich statt oder es wird eine Reise geplant. Dann geht's weiter mit der Feder, Symbol für Verluste, aber auch für eine böse weibliche Person, die Ihnen nicht wohlgesonnen ist. Okay, jetzt fokussiert meine Kamera. Und zwar, ich spüre viel Mut in mir. Und um ihn einzusetzen, erhalte ich die geistige Führung. Also es geht hier höchstwahrscheinlich bei dir in deinem Privatleben um eine weibliche Person, die vielleicht ein Konkurrenzdenken hat. Vielleicht habt ihr beide irgendwie so ein Konkurrenzdenken, aber das löst sich jetzt in dieser Woche auf. Vielleicht hast du jetzt hier mit einer Person in deiner Familie, in deinem Freundeskreis zu tun, weil wir hier auch die Freunde haben, wo es eben um eine, ja, eher bösartige weibliche Person sich handelt, die dir einfach nicht wohlgesonnen ist. Das wird sich aber auflösen. Es kommt hier Freude herein. Du kannst dich hier auf etwas Neues freuen, sozusagen. Ja, Konkurrenzdenken zwischen zwei Frauen, das kann natürlich auch sein, dass du eine Außenstehende bist und du bekommst einfach hier, ja, innerhalb der Familie ein Konkurrenzdenken mit, was mit deiner weiblichen Person zu tun hat, muss nicht immer mit dir zu tun haben, ja? Dann löst sich das hier in dieser Woche auf. Ansonsten geht es hier um eine Reise, und hier scheinst du es mit einer Person innerhalb der Familie oder innerhalb der Freunde zu tun haben, die dir nicht wohlgesonnen ist, aber das wird sich in dieser Woche lösen. Und als letztes haben wir die Karte das Haus. Also es geht hier eindeutig um dein Privatleben. Das Haus, Symbol des persönlichen Bereichs, aber auch eines Besuchs. Und ich kommuniziere mit der Natur und atme ihre Kraft. Also wir können jetzt alles in allem sagen, wenn man alle sechs Karten miteinander kombiniert. Es geht in dieser Woche um das Privatleben. Das sagt jetzt hier das Haus. Das sagt hier das Reh, wo es eben auch hier um Freundschaften geht, die Hühner für Familie und Zuhause und der Storch für Schwangerschaften, für Neubeginn. Also hier scheint es in dieser Woche ein privates Thema zu geben, das jetzt hier gelöst wird. Vielleicht wirst du hier eine Reise tatsächlich machen, weil es hier Streitigkeiten gegeben hat mit einer weiblichen Person und das wird eben jetzt geklärt, weil man sich jetzt hier trifft. Oder es hat ja immer wieder Komplikationen mit einer weiblichen Person gegeben aus der Familie und man weiß nicht, soll man jetzt diese Reise machen, sollst du diese Reise machen zu der Familie, zu den Freunden oder kommt dich eben hier jemand besuchen. Aber hier geht es wirklich darum, dass jetzt hier diese Sache geklärt wird. Wenn du jetzt noch nichts damit anfangen kannst, kann es sein, dass es in dieser Woche aufkommt. Dann wird es ebenfalls in dieser Woche geklärt. Hast du schon länger dieses Thema innerhalb der Familie, wo es um Konkurrenzdenken geht, ja, um eine weibliche Person, die dir nicht wohlgesonnen ist, dann, wie gesagt,
ist jetzt hier in dieser Woche Licht am Ende des Tunnels. Also es geht jetzt hier in dieser Woche nicht unbedingt um Liebe, um Partnerschaft, um Beruf, um Finanzen, sondern eher um Familie, Freunde und das engste Umfeld sozusagen. Und hier wirklich auch, ja, die Auflösung von negativen Energien und hier wirklich auch eine Überraschung, eine Freude, die dich erwartet und ein totaler Neubeginn. Also das ist jetzt schon mal eine sehr, sehr schöne Botschaft für die kommende Woche. Ich hoffe, es hilft einigen von euch. Und ja, ich freue mich natürlich auf die nächsten Orakel. Bis dahin wünsche ich euch natürlich eine wunderschöne Woche, eine wunderschöne Zeit. Und ich sage einfach Tschüss, bis bald. Ciao.